noch aus. Die 14 nach der Pflicht und dann die führende. Es geht jetzt um die Bronzemedaille und es geht dann um Gold. Die Französin Muriel Hermin mit 1,79, die längste der 8 Finalistinnen, ist auch mit 25 Jahren neben Tracy Ruiz die erfahrenste und routinierteste und älteste in diesem Teilnehmerfeld, stammt aus Le Mans, das Motorsportgeschichte gemacht hat mit dem klassischen 24-Stunden-Rennen. Sie ist die Europameisterin von Straßburg aus dem vergangenen Jahr und war Siebente bei den Olympischen Spielen vor 4 Jahren. Sie nützt die Zeit am Land sozusagen aus, hat die Möglichkeit, ein maximal 20 Sekunden Programm zu zeigen, ehe sie ins Wasser muss. Einen Teil der Saison wegen einer Erkrankung verpasst, hat er im August wieder mit dem Training begonnen. Aber ihr Trainer meinte, sie hat die Zeit, die sie im Training verloren hat, in den letzten Wochen ziemlich aufgeholt und sie müsste routiniert und erfahren genug sein, um heute ihr normales, ihr gewohntes Programm zu zeigen. Beste Europäerin war vor 4 Jahren die Holländerin Marike Engelen, vor Gudrun Hänisch aus der Bundesrepublik Deutschland und Caroline Holmjad aus Großbritannien. Alle drei genannten haben in der Zwischenzeit aufgehört, deshalb rückt Muriel Hermin automatisch nach. Sie ist geblieben und sie wird vom 7. Platz von Los Angeles einen Sprung nach vorne machen. Sie wird schlechtestenfalls 4. Ob sie noch nach Bronze greifen kann, es wird schwer werden. Denn 97,60 die hohe Punktewertung für Kotani. Meisterschaft in Straßburg aufgefallen durch ein Programm, das sich ein wenig von dem anderen abgesetzt hat. Eine ganz besondere Mischung aus Eleganz in ihren Vorführungen, auch ein Musikprogramm, das sich zum Teil von anderen Spielprogrammen abgesetzt hat. Nicht unbedingt ein Musikprogramm zum Mitklatschen des Publikums, sondern eher ein bisschen Klassik dabei. Gerade die Eleganz zeigt die Perfektion der Übungen. Muriel Hermin aus Frankreich, die 25-Jährige aus Le Mans, hat ihr Kühlprogramm beendet. Sie braucht allerdings 98,4 Punkte etwa, um die Japanerin Mikako Kotani einzuholen. Dann sind beide gleich, 98,4, wie ich ausgerechnet habe, dann wäre sie allein vor der Japanerin, sonst würde sie ex aequo mit der Japanerin kassiert werden und würde noch eine Bronzemedaille bekommen. Es wird sicher knapp, aber wahrscheinlich fehlen
schlussendlich ein paar Zehntelpunkte. Ein paar Augenblicke muss ich noch warten, dann leuchtet die Wertung auf und die Wertung ist niedriger als jene unterschiedliche Wertung von 9,6 bis 9,9. Die 9,9 übrigens vom Amerikaner, der sehr hoch gewertet hat, 96,6. Für meine Begriffe etwas zu nieder die Wertung, denn so viele Punkte wie die Japanerin hätte sie für diese sehr schöne, sehr saubere Kür bekommen müssen. Damit ist aber bereits klar, dass sie keine Medaille gewinnen wird. Erhält gesamt 190,1 und es wird wie vor 4 Jahren für Europa keine Medaille hier bei diesem Synchronbewerb Solo geben. Nicht ganz einverstanden schien das Publikum zunächst mit der Wertung von Muriel Amin. Jetzt aber konnte